Ich weiß, wie sie zu dir sind, aber ich bin nicht wie die. Hallo Leute, ich bin's der Tim. Ich bin hier mit dem Herrn Bröselmann. Hallöchen. Willkommen zu einem neuen Video im VDSES Army Channel, wo wir euch ganz viele Hintergrundinformationen zu VDSES geben wollen. Und natürlich ist diese Woche eine krasse Sache passiert, denn der Song von Herrn Bröselmann kam raus. Und natürlich müssen wir mit Herrn Bröselmann darüber reden, weil er hat ja diesen Song gemacht, um sozusagen seine Frau zu erobern. Und wir wollen natürlich wissen, Herr Bröselmann, hat das geklappt? Und wir wollen wissen, wie Sie sich fühlen, jetzt wo Sie diesen Song rausgebracht haben. Also erstmal das, was alle Leute interessiert. Sie haben einen Liebessong gemacht, Leidenschaft bewiesen für die Frau. Hat es denn funktioniert, Herr Bröselmann? Also das war ja so, ne? Ich habe die ja gesehen, Herr Musikproduzent, ne? Bin ja wie vom Blitz geschlagen gewesen und dachte, das ist mich, ne? Das muss was für mich sein, ne? Ja. Dann bin ich todesmutig hingegangen, hab sie angesprochen und angesungen. Ja, also das war jetzt, also die war so 20, paar 20? 22. 22? Ja, glaube ich. Und wie alt sind Sie nochmal? 28. Okay. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn Sie sagen, dann... Ich kann's, ne? Also, aber Sie dachten, was? Okay, vom Alter und von... Ich hab mich gar optisch kein... passt es sehr gut zusammen. Optisch habe ich gedacht, wie Romeo und Julia, okay, ne? Oder wie Brett und Pitt, ne, wie heißt denn wie der andere da? Angelina Jolie? Ja, genau, unter Brett Pitt, ne? Mhm. Also... Ein Level. Ja, das hat man da gesehen, mhm, ne? Also sie waren, ist eine richtig Hübsches, ne? Und ich bin ein stattlicher Herr, ne? Mhm. Und da muss dann schon auch ein bisschen was passen, ne? Ja. Ja, und dann auf jeden Fall habe ich sie ja dann angesprochen. Und ihr habt ja gesehen, die war begeistert, ne? Und sie haben auch Blumen, ja, gegeben und, ja, haben auch diesen roten Schal da angehabt. Ich habe mich ein bisschen rausgeputzt. Okay. Kann man ja nicht einfach so hingehen, habe ich gedacht. Aber Herr Bröselmann, sie hat ja die Blumen genommen und hat die Blumen weggeworfen. Also auf der Bank, wo sie sich so... Ich fand es halt auch, keine Ahnung, diese Rumküsserei, was sie da... Sie wollten sie gleich küssen oder... Nein, das war so eine Geste. Die Geste meiner Liebe. Okay, also, aber das, sie ist ja dann, also wo sie, ja, dann sie an sie ran, ist sie ja weggegangen und hat die Blumen weggeworfen, also... Ja, das hat vielleicht farblich nicht zu ihr gepasst, hat sie gedacht. Ach, die Blumen? Ja, okay. Das war vielleicht nur farblich nicht richtig. Also, es hat nichts mit ihnen zu tun gehabt. Und sie haben auch einen wunderschönen Brief geschrieben, Dor. Ja, da muss ich mich verschrieben haben. Also, warum glauben Sie, hat sie denn den Brief genommen und weggeworfen? Vielleicht habe ich nicht schön genug geschrieben oder vielleicht hatte ich mich verschrieben. Okay. Bei einem Wort oder so, ne? Mhm. Aber sie hatten erst gelesen, ne? Und dann hat sie ihn weggetan, ne? Also, sie hat ihn dann, sie wollte nicht mit nach Hause nehmen. Aber das vielleicht soll es auch keinen Beweis geben. Nein, die wollten nicht, dass das andere Leute lesen, sehr wahrscheinlich. Die hat gesagt, ich bin nicht indiskret, Häuselchen, okay, das bleibt unser Geheimnis. Und da hat sie es dann einfach mal da gelassen. Okay, das könnte, also das ist ein Argument, Herr Bröselmann. So, und am Ende, ich habe das schon, also Sie haben sich schon mit Dustin getroffen und da haben Sie dann auch schon von dieser Begegnung so ein bisschen, ja, erzählt. Ja, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Und da haben Sie ja gesagt, dass Sie am Ende... glauben, dass sie weggegangen ist, weil sie jetzt allen Bescheid geben will, dass sie ihr neuer Mann Liebchen sind. Genau, das mein Liebchen ist. Ja, deswegen ist sie so schnell weggegangen. Okay, aber jetzt nach ein paar Tagen, also wenn das die Theorie ist, also ich glaube nicht, dass das so ist, ehrlich gesagt, aber wenn das jetzt ihre Theorie ist, hat sie sich denn jetzt bei ihnen gemeldet? Weil was die Leute wissen wollen ist, sind sie mit ihr zusammen? Hat sie sich bei ihnen gemeldet? Wie ist der Beziehungsstand von Herrn Bröselmann, das wollen die Leute bestimmt alle wissen. Ja, ich bin vergeben. Ach, tatsächlich? Ja, natürlich. Das hat man doch gesehen. Also hat sie sich nochmal gemeldet jetzt? Nee, hat sie nicht. Aber sie ist ja vor Ihnen weggegangen, Herr Bröselmann. Ja, die wollte ihren Freundinnen sagen, ich gehöre jetzt zum Brösel. Okay. Und dann ist sie weg und dann, dann war sie weg. Und seitdem nichts mehr gehört, aber... Nee. Ihr Herz ist immer noch erwärmt. Ja. Also und Sie glauben jetzt auch, Sie sind zusammen. Ja. Und sie wird sich nochmal melden oder... Meinen Sie nicht? Ja, ich weiß, Herr Bröselmann, das ist ja Ihre Privatsache. Also, aber wo Sie es jetzt sagen, ich war heute Morgen im Park, da war sie nicht da. Mhm. Gestern war sie auch nicht da. Herr Bröselmann, wir müssen, also ich will Vielleicht Ihnen Vielleicht hat die den Song gar nicht gesehen. Ich möchte Ihnen da auf keinen die Fall... Die hat den Song nicht gesehen. Die weiß das gar nicht.
Also haben sie mit versteckter Kamera das gefilmt, oder wie? Ja, aber die weiß ja nicht, dass das auf YouTube zu sehen ist, dass ich extra für sie gesungen habe. Nee. Die hat gedacht, ich mache ein Ständchen. Das könnte sein. Die hat das nicht gesehen. Dann, Herr Brüsselmann, dann müssen Sie das, also das ist dann Ihre Sache natürlich, aber ich werde da dranbleiben für euch Leute. Also das ist jetzt Herr Brüsselmanns Theorie, vielleicht hat sie es auch gesehen. Also die Frage ist, Herr Brüsselmann, wichtig ist, dass Sie sie danach nicht mehr gesehen haben. Nee. Und Sie sagen, also Sie sind mit ihr zusammen, aber ich find's halt gut, haben keinen Kontakt gerade. Ja. Fernbeziehung. Ja, dann ist so eine Art Fernbeziehung. Aber ja. Ich finde sie gut und sie findet mich, weiß ich nicht. Okay, also Herr Brüsselmann, dann, das ist natürlich eine Sache und wir freuen uns natürlich, wenn die Liebe sozusagen in ihr Herz einfährt. Und ich hätte jetzt gern gehört, Sie waren noch dann essen und wie auch immer so. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie so gut zu ihr passen, allein optisch und vom Alter her, aber na gut, sehr gut, wenn Sie 28 sind und Sie 22, dann passt es ja. Aber ich weiß nicht, mit den 28, ich... Leute, glaubt ihr, Herr Brüsselmann ist 28? Also ich habe da echt meine Zweifel. So, auf jeden Fall, lieber Herr Brüsselmann, die Haare werden langsam grau, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist natürlich, Sie haben Ihren großen Wunschtraum endlich erfüllt. Sie haben einen eigenen Song. Ja. Und wie läuft es jetzt? Also, ich würde ihn selber hier an, so schön ist der, ne? Wie sind die Resonanzen? Also, oh, komm hier auf, ne? Ich war ja ganz überrascht, ne? Da muss ich reingucken, ne? Ja, da. Ne? So, ich war so überrascht, ne? Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Nachricht und die ganze Resonanz. Also wirklich, ich muss sagen, ich hätte das nie für möglich gehalten, ne? Und ich habe ja inzwischen ein paar richtige Fans. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich freue mich, ganz herzlichen Dank. Ne? Schreibt mir weiter über Instagram, ne? Liked mich weiter. Ne? Also ich hab sogar einen Liebesbrief bekommen. Ach, Herr Brüsselmann, aber Sie sind doch vergeben. Ja, aber da haben die geschrieben, ich hätte schöne Augen. Ach, haben die geschrieben. Okay. Und ich könnte schön singen, haben sie auch geschrieben. Also haben Sie gute Resonanzen bekommen, wirklich. Herr Brüsselmann? Also das hat mich, ich war auch ein bisschen unsicher, war ja mein erster Song, ne? Ja, und jetzt, wo jetzt soll die Reise hinführen? Ja, ich bin jetzt heiß, ne? Ich habe gedacht, jetzt habe ich so ein bisschen diese Bühnenflair geatmet, ne? Ich meine, früher hatte ich das ja mein Ballett gemacht, aber das wird anderes, ne? Jetzt so mit der Stimme zu beeindrucken, ne? Hm. Und auch so diese Emotionen zu transportieren, das war für mich neu, ne? Hm. Und sich dann so auch so ein bisschen da hineinzufinden, ne? Und auch da zu fühlen, was man singt, ne? Das war für mich so eine Herausforderung und die habe ich also für mich gut gemeistert, ne? Und also ich bin jetzt für alles offen, ne? Ich gucke auch jeden Tag, ich gehe jeden Tag morgens hin, mach gucken an der Briefkasten, ob schon die ersten Angebote kommen, ne? Guck, ob andere Leute das für schreiben. Angebote, Herr Brüsselmann? Ja, ich dachte, ich für die Schlagerparade, ne? Die Caroline Reiber oder bei der Helene Fischer oder die machen ja alle so große Shows, ne? Also Sie sind ja eher Rapper, oder? Oder sind wir ja, so R&B-Sänger, ja, Schlagersänger, was sind Sie denn? Ja, ich bin... Was für ein Genre würden Sie sich zuordnen? Ja, das ist doch eigentlich, das ist ja aber das gute Frage, ne? Ich fand's alles schön, ne? Kenne ich mich auch nicht so aus. Okay. Aber ich bin jetzt für die große Bühne fertig. Also Sie, also was ist mit Ihrem Hausmeisterjob? Den mache ich natürlich. Ich bleib, dann mache ich nur nebenbei. Ne? Die Musikkarriere nebenbei. Es war quasi, Sie sind weiterhin Hausmeister natürlich. Und gucken natürlich, dass alles sauber ist. Aber Herr Brüsselmann möchte anscheinend ein zweites Standbein. Das ist so, das ist das Gefühl, das ist in mich, das muss raus. Okay. Dieses Wunderbare, dieser Gesang, ne? Fanden Sie nicht, okay. Diese Romantik, die da drin ist. Also Leute, wenn ihr der Meinung seid, Herr Brüsselmann sollte jetzt eine Gesangskarriere anstreben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Herr Brüsselmann möchte jetzt unbedingt ein Sänger werden, also... Ich bin doch jetzt Sänger, oder? Wegen einem Song, Herr Brüsselmann, nicht? Weiß ich jetzt. Ich weiß nicht, also... Pff. Also Herr Brüsselmann möchte der Sänger werden. Hausmeister. Also ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich weiß nicht, ob euch der Song gefallen hat. Ihr könnt es ja mal sozusagen uns schreiben. Schreibt es mal rein. Wäre gut zu wissen. Also entweder bei Instagram, also vielleicht dem Herrn Brüsselmann mal schreiben, ob er weitermachen soll oder ob ihr sagt, nee, Herr Brüsselmann, lassen Sie mal lieber, weil das halt doch nicht ganz so gelungen war. Also ich behalte meine Meinung da für mich. Also Herr Brüsselmann, ich wünsche... Ich wollte gerade fragen, Sie sind ja der Experte. Also, und wenn ich schon einen Experten bei mir habe, also, könnten wir einen Experten-Talk daraus machen, ne? Dann könnte ich mal fragen, wie fanden Sie es denn? Also ich halte mich da bedeckt, sag ich mal, ne?
Also sind eigentlich es ist ja im Prinzip so, dass sie jetzt gegen Dustin in die Konkurrenz gezogen sind. Ne? Nein. Also, weil, das muss man sich halt auch fragen, Herr Brüsselmann, warum wird Ihr Song kurz nach Dustin seinem Release sozusagen? Also, nein. Ich meine, das war ja Ihre Intention auch. Nein. Na gut, es war die Liebe. Die Liebe hat natürlich gedrückt sozusagen. Ja. Aber jetzt ist das natürlich, jetzt steht da Ihr Song gegen Dustin. Und da gab es dann Leute wie den Skybro, Grüße an Skybro, der... Herr Brüsselmann, Sie haben sich hier, ja... Ich habe Sie sehen, super. Hier, seine, du hast Ahnung von Musik, wollte ich schon ja, gesagt haben. Ja, der dann ne? sagt, Herr Brüsselmann, dass Ihr Song besser ist als Dustin's Song. Der hat Ahnung, der hat wirklich... Ne, ja, der war auch da frage ich der, mich halt... Nein, der Dustin macht das super. Tut da irgendwie ein Konkurrenzkampf? Nein. Wir sind Bros, ne? Und, also Sie wollen, haben nicht... Ich könnte auch die Vorgruppe... Von also Sie machen. Wollen jetzt nicht den Dustin von der Bühne... Nein. Oder wollen hier einen Konkurrenzkampf bei VDSES anfachen? Nein. Dass Sie jetzt sagen, ich bin hier der beste Sänger nein, oder so? So schön, da muss ich ehrlich sein, so schön singen wie der Dustin kann ich nicht. Und Sie unterstützen den Dustin weiter? Und ich bin selber eine riesengroße Dustin-Fan. Ne? Das ist gut, ich ja. bin, also ganz ehrlich, wer hat den Vertrag gebracht? Der Herr Brüsselmann. Wer war's? Herr Brüsselmann, ich, ja. ne? Also Sie fördern eh immer alle, auch Lena Laura, also das ist unglaublich, Herr Brüsselmann. Ist, die unterstützen wirklich alle. Die können ja auch was, ne? Ja. Nee, ich wollte halt auch nur so ein bisschen das Gefühl. Okay. Also, jetzt bin ich. Wir müssen keine Angst haben bei VDSES, dass es einen Konkurrenzkampf gibt. Auch die Leute müssen keine Angst haben, dass es keine Konkurrenz gibt. Das denn gegen Herr Brüsselmann. Also, Bros, wie sie immer machen. Wir sind so, wir sind so, ich und der Dustin. Ich sag's doch, ich hatte sogar einen Schlüssel von zu Hause. Ja, Herr Brüsselmann, Sie haben den Schlüssel von allen VDSES heute. Aber deswegen. Wir können mal vielleicht ein Video irgendwann machen, wie Sie erzählen, was Sie so mit diesen Schlüsseln anstellen. Das ist vielleicht meine Idee. Ansonsten, Leute, ich denke mal, das war's jetzt erstmal so. So, kann ich noch was bringen? Ja, Herr Brüsselmann. Hier, wir haben ja aufgerufen, ne? Wir haben ja den großen Brüsselmann-Preis aufgerufen, ne? Ah ja, Brüsselmann, das haben Sie gemacht, ja? Ja, hab ich gemacht. Und alle, ne, die ihr TikTok machen, sind jetzt im Rennen, ne? Was gibt's denn zu gewinnen, Herr Brüsselmann? Haben Sie... Ja. Ich kann es noch nicht genau sagen. Also ich darf es noch nicht verraten. Aber ich warum dürfen Sie es nicht? Also wer hat es denn verboten? Sie selber? Ich verrate es noch nicht ganz. Aber er gibt was Schönes, sage ich mal. Also Herr Brüsselmann denkt sich das aktuell noch selbst aus. Ich glaube, er weiß selber noch gar nicht so richtig. Herr Brüsselmann, wissen Sie überhaupt selber? Natürlich, es gibt den Brüsselmann-Preis. Der wird offiziell überreicht. Aber was ist der Preis, Herr Brüsselmann? Das ist die Frage, was die Leute wissen wollen. Und die Frage ist... Eine Auszeichnung. Und was... Das ist wie eine Art Pokal. Aha. Okay. Wenn du jubelst. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ihr vielleicht auch, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt. Macht mit. Macht ein TikTok mit Herr Brüsselmanns Song und schickt es ihn irgendwie oder verlinkt ihn, weil er ist derjenige, der das komplett selbstständig macht. Ich hoffe, dass aufgrund dieser Tätigkeit, Herr Brüsselmann, nicht Ihre normale Arbeitstätigkeit irgendwie ins Wanken gerät und Sie da natürlich auch weitermachen. Ja. Natürlich. Ich wollte nur sagen, also, die haben mich gefragt, wie lange das noch geht. Ne? Okay, wie lange geht das noch? Wir haben noch 2 Wochen Zeit. Noch 2 Wochen? Ja, ich will ja auch mal aussuchen, ne? Okay. Also, und ihr vielleicht wollt euch noch ein bisschen was planen, noch ein Brötchen kaufen. Also, ich habe von Emily war das. Also, ich habe auch ein paar geguckt, Leute. Ich fand deine, also, du hast ganz viele, also mehrere gemacht, deine waren am krassesten. Also, finde ich bislang. Ich habe nichts dazu sagen, weil der Herr Brüsselmann macht alles selber. Ne? Also ich habe, wenn ich ehrlich bin, 3 so ein bisschen im Favorit. Okay. Ne? Aber das habe ich auch noch nicht. 3 Stück. Ne? Und wirklich, also das lohnt sich mitzumachen. Ne? Alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch einen guten weiteren Tag. So, und ich muss weiter putzen. Herr Brüsselmann, Sie machen weiter. Ja, ich mach weiter. Wir verabschieden uns. Ja. Ciao. Hab mich sehr gefreut. Tschüss. Ich weiß, wie Sie zu dir sind, aber ich bin nicht wie die. Oh nein, du kriegst es nicht hin, dass ich mich für dich verbieg. Denkst du denn, ich bin so blind? Nein, du hast mich nicht verdient. Glaub mir, es hat keinen Sinn, sag mir nicht, dass du mich liebst. Nein, du liebst mich nicht.